Ja, es freut uns wirklich mega, dass wir da sein dürfen. Es ist uns eine grosse Ehre, mein Mann und mir. Ich bin leider nicht ganz so zu Weg. Ich habe heute eine Blasentzündung bekommen am Mittag. Das erste Mal in meinem Leben. Und so richtig. Und darum hoffe ich, dass ich nicht alle 5 Minuten eine Pause machen muss, wegen ein bisschen. Und sonst machen wir das, oder? Das würde ich einfach sagen. Aber der Herr soll die Blase ein bisschen zu haben. Und jetzt vorhin noch etwas genau merken. Ja. Er ist ja bekanntlich in der Schwachen mächtig. Und ich habe das schon manchmal erlebt, dass ich einfach denke, nein, Herr, ich kann nicht. Und ich muss nicht. Und da kannst du nicht jemanden, kann ich nicht. Und er ist einfach so gütig, dass er nicht angewiesen ist auf einen Gesundheitszustand von einem Menschen. Um das zu tun, was er möchte tun. Und ich weiss, dass ich seine Gegenwart in mir habe. Und ich weiss auch, dass ich eine wichtige Botschaft habe, wo ich wieder sagen und sie gleich darf eintreffen oder in das Schwarze treffen, so dass ihr dürft auch bewegt werden vom Heiligen Geist, auch wenn ich nicht so fit bin. Weil ich einfach weiss, dass der Heilige Geist etwas möchte bewegen heute Abend hier bei uns allen. Ja, das Thema, das ihr heute von diesem Wochenende heisst ja «In ihm, aus ihm», also in seiner Gegenwart, aus ihrer Gegenwart. Und wir haben bei Eden Music so einen Slogan kreiert, der unsere Vision ganz kurz zusammenfasst und spannend. Das heisst «In ihm, aus ihm, für ihn». Und wir haben 2 Karten gemacht, gerade einmal. Und ich habe gestern Nino noch gefragt, ob ich die mitnehmen kann. Und hier hinten auflegen, die wären hier im Foyer. Dürft ihr gerne so eine Karte nehmen, wenn ihr das möchtet. Und es hat auch noch einen QR-Code, dass ihr einfach gerade ein Fränkchen zahlen pro Karte. Das wäre mega cool, das fließt dann einfach an Eden. Dann könnt ihr wieder neu produzieren, wenn ihr jetzt im Fall mega viel würdet nehmen. Genau. Ja, ich tue mich doch auch noch vorstellen, weil ich wie merke, das ist wie ganz wichtig, glaube ich, auch für das was wir da auch erzählen. Dass ihr auch versteht oder vielleicht auch wisst, von wo wir kommen und was unser Hintergrund ist, warum wir überhaupt da sind und hier reden dürfen. Also Johnny und ich sind gerade dieses Jahr 20 Jahre geheiratet. Genau, wir haben das feiern vor 2 Wochen. Schon 20 Jahre, das denkt ihr sicher, oder? Ja. Und unsere älteste Tochter ist auch schon 20. Also jetzt könnt ihr 3-mal raten und 3-mal rechnen, genau. Wir haben sie vor der Hochzeit bekommen, sind wir Eltern geworden. Natürlich nicht gewollt und nicht geplant. Und gleichzeitig ist sie so ein Segen für uns. Die 2. Tochter ist 18, jetzt gerade im November. Und dann haben wir noch einen Sohn und der ist in der 9. Klasse, der wird 15. Also wir sind wirklich schon Eltern von erwachsenen Kindern. Und ja, wir warten auf die Grosseltern. Und nein, was ich an meinen Kindern gesagt habe, noch nicht. Ich muss zuerst 40 werden und ich werde es im Januar. Also genau, aber das ist auch das nächste Kapitel von unserem Leben. Wir wohnen im Emmental, auch im Emmital, im Eggiwil, auf einem Bauernhof. Wir sind auch Bauern, wir haben den Hof von meinen Eltern übernommen, von 9 Jahren, und führen den Betrieb auch. Im Nebenerwerb, genau. Und wir sind viele Jahre sind wir im ICF Bern gsi, also konkret 20 Jahre sind wir im ICF Bern daheim gsi. Ich durfte dort den ganzen Lobpreisbereich leiten, als Lobpreisleiterin, und durfte viele Erfahrungen machen. Und ich heute am Nachmittag den Lobpreiser auch schon erzählt habe, von meinem reichen Schatz durfte teilen, sehr viele Prägungen, viel Gutes und viel weniger Gutes erlebt, und darf das heute einfach weitergeben, für andere auch wieder zu stärken und zu ermutigen. Und dann, vor 5 Jahren, haben wir das Gebetshaus in Thun angefangen, mit der Michelle zusammen. Sie war eine Freundin von mir und wir durften das gründen und aufbauen. Und sie und ihr Mann sind vor 2 Jahren tödlich verunglückt, in einem Bergunglück. Und wir haben mein Mann und ich haben dann das Gebetshaus übernommen als Leiter, wo wir momentan das leiten. Wir sind auch bei Eden Music, habe ich schon gesagt, dabei. Das ist ein Worship-Label, also es ist immer, wenn die Leute fragen, was es ist, haben wir das mega einprägen, dass ich das gut weitergeben kann. Es ist ein Worship-Ministry und wir wollen verbindend wirken, übergemeindlich, damit Lobpreiser aus der Gemeinde einander finden, einander treffen, connecten können, und dass wir so eine Kultur von dieser gegenseitigen Ehre und Wertschätzung unter den Lobpreisern freisetzen und leben können. Und wir haben so vom Herz, dass man auch Jüngerschaft lebt innerhalb der Lobpreisbewegungen, dass geistige Mutterschaft und Vaterschaft gelebt wird, dass auch wieder junge Lobpreiser gesund heranwachsen können und zu mündigen Christen werden können und Lobpreiser, die wissen, wer sie sind in Jesus.
Und wir haben so sehr vom Herzen Mundart Lobpreislieder zu schreiben und rauszugeben. Und Gott hat uns dann eine Gunst gegeben, dass wir schon in kurzer Zeit eigentlich viel haben dürfen Songs rausgeben, die man schweizweit singt. Und wir merken auch ein Mandat oder Lobpreis, der Schweizer Lobpreis neu auch dürfen zu prägen, was mega spannend ist und einfach auch ein Geschenk für uns. Genau, das vielleicht zu dem, wo wir momentan so drinnen sind. Wir sind daheim in der Pfimi in Langnau, auch ganz seit Neuestem. Dort leiten wir ein übergemeindliches Gebet. Unser Herz schlägt für das Übergemeindliche, für die Brut Jesu, das Verbindende. Wir sehen, wenn wir in eine Gemeinde hineingehen, sehen wir nur einen kleinen Teil von dieser Brut. Und wir wünschen uns auch mit dem, dürfen immer wieder ein Statement setzen. Wir glauben wirklich, dass Gott möchte verbindend sein, dem Leib Jesu. Dass wir schlussendlich, am Ende des Tages brauchen wir alle einander. Und es ist enorm wichtig, dass wir das schon jetzt begreifen und unsere Herzen und unsere Türen öffnen, für einander zu sehen und einander zu feiern und einander freizusetzen und einander zu segnen für das, was Gott in jedem seinem Leben möchte tun. Genau, wir sind vor 20 Jahren, wie gesagt, in das ICF gekommen. Wir sind sehr schnell in ein Hamsterrad reingekommen vom Machen, vom Tun und vom Leisten. Das kennen wir alle gut. Und es hat ein paar Jahre gegeben, wo wir einfach gemerkt haben, wir sind so am Gehen. Wir haben die Orte geliebt, wo die Gegenwart vom Herrn vielleicht wohnt oder wo man ein Worship anbietet oder mal, wenn irgendwie ein spezieller Prediger ist ins ICF gekommen, dann haben wir gemerkt, wow, das ist genial, was der sagt und wow, was der dreht. Es ist so, so spannend. Es hat uns so bewegt und so berührt. Aber wir haben die Gegenwart vom Vater einfach vom Hören sagen oder vom Beobachten kennt. Und nicht persönlich in unserem Leben. Und das ist, glaube ich, mein erster Appell heute Abend. Es ist wirklich ein Unterschied, ob wir die Gegenwart vom Vater kennen, weil wir wissen, wo sie ist, auf wem das sie ist, in welchem Raum das sie ist. Auch wenn Christen ja zusammenkommen und Gott arbeitet, ist die Gegenwart da. Aber es ist ein Unterschied, ob du sie nur kennst oder ob du sie in dir drehst. Der Abba-Vater hat den Vorhang frei gemacht zu seinem Angesicht. Und das ist ein Zugang, den viele von uns, die ich beobachte, immer noch nicht wahrnehmen, direkt die Audienz beim König zu erbitten und zu suchen. Sein Herz. Wir sind geschaffen worden, um in dieser Gegenwart vom Abba-Vater zu leben. Und nicht nur am Sonntag, wenn es hochkommt. Manchmal ist ja nicht einmal dann. Wir lesen im 1. Mose 1, 26 bis 28. Ich habe den Vers mitgenommen, ganz bewusst, das ist ganz am Anfang, was dort steht. Dann hat Gott zu den Menschen gesagt, wir wollen den Menschen machen, ein Abbild von uns, das was uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel, über die Luft, über das Tier auf dem Land und über alles, was am Boden kriecht. So hat Gott Menschen gemacht nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild hat er sie erschaffen, als Mann und als Frau. Und Gott hat sie gesegnet und hat ihnen gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die ganze Erde aus. Nehmt sie in Besitz. Ja, mit was denn? Mit seiner Herrlichkeit, oder? Weil es ist seine Herrlichkeit, wir sind aus seiner Herrlichkeit raus entstanden. Es ist sein Abbild. Er hat uns geschaffen nach seinem Abbild, nach Gott, Vater, Sohn und Geist. Und hat der Mensch geformt und gesagt, geht und bevölkert die ganze Erde, macht sie euch zu Untertan und lebt die Herrlichkeit von mir, lebt in deren. Das war der Ursprunggedanke von Gott, dass wir erfüllt sind mit seinem Wesen und das repräsentieren. Und wir kennen natürlich alle diese Geschichte von Adam und Eva, wo der Bruch sie eingegangen hat, gesündigt. Und Gott hat gesagt, weil dir der Bruch eingegangen kommt eine Trennung zwischen mir und euch. Und nicht wegen mir. Ihr habt es entschieden. Ihr Menschen habt euch den Weg gewählt, dass ihr gleich sein wie nicht, dass ihr von Gut und Böse unterscheiden könnt. Es gibt einen Bruch und nicht wegen mir. Ich, aber Vater, wollte euch immer an meinem Herz haben. Ich hätte es mir gewünscht, dass ihr den Fehler nicht begeht. Darum, ich muss einen Bruch, es wird einen Bruch geben zwischen mir und dir. Und ab dann ist der Mensch mit sich selber nicht mehr okay gewesen, mit seinem Gegenüber nicht mehr okay und mit dem Gott, dem Vater, ist die Beziehung gebrochen gewesen. Und der Mensch und die Schlange, der Find, also der Satan, sind Feinde geworden. Eigentlich mega etwas Krasses. Und ich glaube, das ist immer wieder so wichtig für uns, um zu verstehen, dass das nie Gottes Plan war, dass wir von ihm weg sind und trennt sind von ihm. Es war nie der Plan, dass wir in einer solchen gefallenen Schöpfung leben, die wir jetzt erleben, was uns dermaßen schwierig macht, seinem Herz nahe zu sein, ihm nachzufolgen, alles aufzugeben, das Kreuz auf uns zu nehmen und ihm zu dienen. Alles los. Wir sind immer wieder von diesem Ego hin und her. Wow, aber ich. Und
Es ist, Gott will das nicht. Er wird das am Schluss vom Tag wieder herstellen, dass wir ihm ganz nahe sind. Und gleichzeitig hat er den Weg frei gemacht. Er hat seinen Sohn geschickt. Und der Zugang zu unseren Herzen und zu seinem Herz wieder herzustellen, ist das nicht, also ich finde das gewaltig. Und gleich ist doch so der Vorhang. Er ist niedergerissen, gemacht, und es ist weg gewesen. Und nicht mehr länger ist Bundesladen etwas so Heiliges gewesen, wie wir es vorhin haben gehört von dir, Julia. Wo man hat müssen aufpassen und oh, die Heiligkeit, oder, man hätte ja nicht dürfen anlängen. Der Priester hat einmal im Jahr rein dürfen. Und Gott hat gesagt, das gelingt mir nicht. Das ist nicht gut. Es muss ein besseres Opfer haben. Als dass die Leute immer wieder müssen opfern und schlachten und machen und tun. Versagen sie wieder, dann müssen sie wiederkommen. Und versagen wieder und müssen wiederkommen. Versagen wieder und müssen wiederkommen. Sie sind mir ja ständig untreu. Ich muss ein Opfer bringen, das ein für alle Mal zahlt, dass die Menschen mit mir wieder okay werden, wieder ins Reine kommen. Und das ist ein Verständnis, das müssen wir verstehen, das hat nichts mit dem Sonntagschrist zu tun und mit dem Sonntagsglauben. Was Jesus hat vollbracht am Kreuz, ist die Herrlichkeit ist zurückgekommen in uns, vom Abba-Vater, wenn wir sie haben wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Und darum muss das uns klar werden, das ist die Gegenwart, die uns wieder darf haben. Es ist nicht nur die Orte, die wir aufsuchen. Dort ist die Gegenwart. Wow, dort muss man her. Er, der in uns hineinkommt, hat ermöglicht, dass wir ihm wieder von Angesicht zu Angesicht dürfen begegnen. Ihm dürfen näher sein. Und natürlich sehen wir ihn nicht mit unseren irdischen Augen, aber unser Herz kann ihn schauen. Der David selber gesagt, ich darf dich sehen. Ich darf dich sehen. Alle, die ein reines Herz haben, dürfen dich sehen. Kennst du seine Gegenwart? Kennst du sein Herz? Kennst du dem Abba-Vater sein Herz? Oder kennst du einfach seine gütigen und wunderbaren Gaben, die er auch noch seinen Kindern austeilen will? Von denen nehmen wir nämlich sehr gerne im Überfluss, oder? Sieg, Überwindung, Kraft, Furchtlosigkeit, Power, Heilung. Wie wäre es, wenn wir echt bitten, um sein Herz zu sehen? Sein Herz dürfen zu sehen und zu sagen, Vater, das, was du fühlst für die Welt, darf ich so fühlen. Wie du mich siehst und wie du mein Gebet gegenüber siehst, darf ich das auch sehen. Das, was du denkst, was über deine Welt geschieht, darf ich das auch verstehen. Darf ich deine Liebe von deinem Herz erkennen? Darf ich spüren, wie das ist, von dir zu lieben, geliebt zu werden? Erkennen, ja da, auf Hebräisch, ja da. Das wunderbares Wort Yada. Und ich habe auf Wikipedia gegoogelt, was Yada heisst. Das hat mich auch spannend gedacht. Erkennen heisst Hebräisch Yada. Das ist dasselbe Wort wie für die körperliche Vereinigung zwischen Mann und Frau. Diese Verbindung ist interessant, weil sie theologisch bedeutsam ist, dass Erkenntnis und Sexualität, Erkenntnis und Beziehung und Nähe ganz eng zusammengedacht sind. Erkennen, ja, da Gott von ganzem Herzen erkennen. Es ist das kostbarste Gut, das passieren kann in unserem Leben, wenn wir den Abba-Vater nicht nur vom Hören sagen kennen. Und nicht nur der hat gesagt, und sie hat gesagt, und gestern haben wir ihn gespürt, sondern wenn du weißt, wer er ist und wenn du weißt, wer du bist in ihm. Wir haben uns so danach gesehen, nach dem Abba-Vater. Wir waren engagiert in der Gemeinde. Volle Pulle, alles. Ich habe Lobpreislieder geschrieben. Ich habe fast jeden Sonntag Lobpreis gesungen. Lobpreis gemacht. Ich habe gesungen von einem grossen Gott, der Wunder tut, der in mir lebt und für den, der ich mein Leben gebe. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass ich das kein Wort eigentlich so gemeint habe? Ich habe mir es eigentlich gewünscht, dass es echt wäre und authentisch. Aber ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich nicht weiss, ob er wirklich gut ist. Ich habe nicht gewusst, ob man ihm wirklich vertrauen kann und ob er wirklich Heiler ist. Aber wirklich ein Fels ist in dieser Brandung. Sie haben es gesagt. Und ja, wenn man es sagt und wenn man es so hat gelernt, ja, dann wird es so sein. Und viele von uns, bei uns passiert, dass wir in einer gläubigen Gesellschaft sind aufgewachsen, hier in der Schweiz oder auch in Deutschland. Viele von uns sind schon Christ. Und wir haben aber uns nie bewusst entschieden, den Christus ganz persönlich in unser Leben hineinzulassen. Vielleicht schon, aber unser Leben hat nicht umgekehrt. Es ist einfach so weitergegangen wie bisher. Ohne, dass wir den König eingeladen haben, einen Herrschaftswechsel stattgefunden hat und gesagt, ab jetzt sehe ich dich, ab jetzt suche ich dich, ab jetzt will ich selber herausfinden, wer du bist. Sondern wir reden nach, was wir haben gelernt und lernen das wieder weiter, was wir haben gelernt. Und Gott möchte uns nahe sein. Mein Mann und ich, wir sind nachher wir sind so in eine Not hineingekommen. Ich bin oft am Abend im Bett gelegen und habe einen erfolgreichen Tag hinter mir gehabt, gesungen,
viele Komplimente bekommen. Ich habe alles, was ich mir wünschen konnte. Und mir sagen auch heute manchmal Leute, Maria, du hast so viel. Warum sehnst du dich eigentlich nach Jesus? Das ist für mich Gnade. Die meisten Leute müssen zuerst etwas Schlimmes erleben, bevor sie sich nach Jesus sehnen. Das ist echt brutal. Und bevor sie erkennen, aha, wie wäre es, wenn wir mit unserem humanistischen Gedanken kommen, mit unserem Wohlstand hier sagen, das macht mich nicht glücklich. Darf ich dir nahe sein? Es ist für mich Gnade, hat Gott immer einen Hunger in mein Herz hinein, wo ihn mehr hat gesucht, als dass ich das Glück von der Erde haben wollte. Und ich hatte das Glück gehabt, drei kleine Kinder, wunderbare Kinder, wunderbarer Mann. Und bin oft am Abend im Bett gelegen und bin erschüttert gewesen darüber, wie leer das mein Herz ist. Vielleicht kennst du das. Du hast Erfolg in deinem Geschäft, alles gelingt dir, alles ist irgendwie gut und gleichzeitig bist du irgendwie so, ist das alles? Oder du hast vielleicht auch Probleme in deinem Leben und Sachen, die nicht okay sind und du weißt nicht wie. Wie kannst du die Ruhe reinkommen, in die Fülle rein, wieder in die Gegenwart rein vom Vater, dass er Lösungen bringt. Du versuchst alles alleine zu bewerkstelligen, allein zu handeln, allein in Ordnung zu bringen, allein dich anzustrengen für das, die Beziehung oder was auch immer wieder gut kommt. Und wir haben nachher ein Jahr eine Auszeit genommen. Wir sind nach Amerika gegangen. Ich bin überzeugt, dass man nicht auf Amerika muss, für Gott zu finden. Amen. Das hatten wir ein Problem. Aber für uns war das so wichtig, uns aus diesem ganzen Busy Life, aus diesem so getriebenen Leben rauszuklinken und zu sagen, Herr, wir wollen dich. Und Gott hat uns wirklich wortwörtlich in eine Wüste geschickt. Wir sind auf Kansas City gekommen. Jeder, der schon mal in Amerika in Kansas City war, weiss, da geht man nicht Ferien machen. Das ist jetzt wirklich nichts Spezielles. Wir sind in eine Gemeinde gekommen und die Gemeinde hat das International House of Prayer. Das ist ein Gebetshaus, das Tag und Nacht offen ist, wo Lobpreisbands sind, wo spielen alle zwei Stunden, sie sich ablösen und es kommt eine neue Band. Und Gebet wird geleitet von vorne. Und du kannst einfach dort reingehen, du bekommst kein Programm über, ausser dass eine Band da ist, die Lobpreis macht. Sie tun dich weder abholen, sie tun dich nicht anleiten, es tut niemand mit dir reden. Und dort ist Gott gekommen. In die Wüste hinein, wo niemand mehr war, in den grossen Zerbruch von meinem Herz. Ganz am Anfang, als wir von Amerika kamen, sind wir in ein Ministry-Team hineingegangen und haben gefragt für Prophetie. Und der Mann, der für mich gehört hat, ganz am Anfang, hat mir gesagt, Maria, ich habe so ein starkes Gefühl, dass Gott dir sagen will, he loves you so much. Er liebt dich so sehr. Und ich habe mir besinnt, ich habe meine Augen verdreht und denke, das ist keine Prophetie, was für ein Blödsinn. Das kannst jeder sagen. Das weiss ich ja. Das ist keine Prophetie. Du hast schon tausend Mal gehört, dass ich geliebt bin. Und ich habe mich genervt, weil ich nicht verstanden habe. Nur vom Hören sagen habe ich es gewusst, dass er mich liebt. Ich habe mir Mühe gegeben, ihm zu gefallen, ihm zu genügen. Ich habe alles gegeben, wirklich alles. Ich bin wieder gescheitert. Und nach Ende dieses Jahres sind wir wieder in das Prophetie-Team gegangen, sind andere Leute da. Und der Mann, der für mich gehört hat, als erstes gesagt, ich habe so stark vom Herz, Maria. Ich wollte dir sagen, Gott, he loves you so much. Und dann habe ich die Augen nicht mehr vertreibt und ich habe angefangen zu rennen und gesagt, I know. Ich weiß. Jesus hat in dieser Zerbruchphase von meinem ganzen Stolz, den ich zerbrochen habe, hat mir gesagt, wer ich wirklich bin, dass es nicht meine Leistung ist, nicht mein Talent ist, nicht mein Mühe geben ist, nicht mich definieren über Menschen, dass es nicht mein Machen ist, für etwas zu bekommen, sondern dass er schon lange an der Seite ist gestanden und mir hat zugewunken, um mir Identität zu geben, mich zu adoptieren als seine Tochter, als sein Sohn. Und er hat gesagt, ich liebe dich, Maria, ich liebe dich, ich habe gewartet auf dich, dir das zu sagen, dass ich dich so liebe. Du bist mein geliebter Kind. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Das erste Mal in mein Herz hineingesucht habe, ich wusste, das habe ich gesucht. 28 Jahre habe ich mich gesehnt nach dieser Adoption vom Abba-Vater. Und ich war eine gute Christin. Das hat niemand gemerkt. On fire, würde jeder sagen, ein Power Girl. Aber innerlich so dermassen leer. Nicht depressiv. Leer, weil der Geist hat nicht in mir gelebt. Der Abba-Vater, mein Schöpfer, ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe ihn nur gekannt von dem, was man mir gesagt hat, wer er ist. Ich habe nicht gewusst, wie ich den Zugang zu seinem Herz finde. Man hat mir immer gesagt, investiere in Macht und tue Predigt für Predigt. Next Step, 1 Step, 2, 3, 4, probiert. Wieder ein Bibellesebund durchgemacht, wieder ein Büchlein durchgemacht. Schritt 1, 2, 3, 4. Ich bin nicht an sein Herz gekommen. Das Wort Gottes war leer für mich. Ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich habe nicht gewusst, warum. Wisst ihr, warum? Er möchte es mir suchen.
ihn, sein Herz, ihm nichts machen. Ich bin da gehockt und dachte, das geht ja gar nicht, Herr. Das genügt dir. Aber er sagt, ich habe gewartet darauf. Maria, ich liebe dich. Ich gewartet darauf, dass du endlich kapitulierst vor mir, damit ich dich liebe. Weil das ist das, was du brauchst für das Leben. Wir kennen all die Verse, oder? Ohne Liebe geht nichts. Ja, es geht wirklich nichts. Und es ist die Abba-Vaterliebe, die er uns möchte geben. Und wir kennen einen König, einen wunderbaren König von der Bibel, der für mich ein wunderbares Vorbild ist, der David. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum dass der David ein Mann nach Gottes Herz ist genannt worden? Vermutlich schon, oder? Und ich glaube, ich habe eine Antwort auf das. Der David war der einzige König, wo Gott hat gebeten, David ins Herz zu sehen. David im Herz, nöch sein. Psalm 27,4. Nur ein Bitte habe ich an dich, Herr. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich sein in deinem Haus und dort deine Freundlichkeit sehen und dein Tempo bewundern. Mit anderen Worten, David hat sich gesehnt nach dieser Liebe vom Abba-Vater. Der David hat vieles gehabt, viel Reichtum. Er hat sich alles können erfüllen. Aber er hat auch viel Bedrängnis gehabt, viel Kriegen um sich herum. Und der David ist selten in die Gegenwart gegangen und hat gesagt, ich möchte den Krieg kämpfen, gewinnen, ich möchte gerne mehr Gunst, ich möchte gerne mehr Reichtum, gerne noch ein paar Frauen mehr, gerne noch mehr Weisheit, gerne noch mehr das und jenes. Er hat gesagt, Vater, wenn ich bei dir bin, habe ich alles. Bei dir habe ich keinen Mangel. Wir kennen es, kein Mangel, der Psalm 23, bei dir, Herr, habe ich keinen Mangel. Und wir denken so, ich komme nicht drauf, der David hat mega viel Mangel gehabt. Der ist ja die ganze Zeit ist der umzingelt von den Feinden. Aber Freunde, in der Gegenwart vom Herz fühlt sich an, als hätten wir keinen Mangel. Das ist anders, als wenn du das von weitem siehst. Wenn er mal in dich reinkommt, dann denkst du, alles ist gut in this world. Das habe ich gesucht, mein Leben lang. Was sind schon meine Sorgen? Was sind schon meine Probleme? Was ist schon mein Egozentrum? Was sind schon meine Wünsche? Was ist schon alles, was ich mir vorgestellt habe, im Gegensatz zu einem kleinen Moment, wo du mir in die Augen schaust, aber Vater, und ich dich darf sehen. Nichts zu vergleichen mit dem. Wirklich nichts zu vergleichen mit dem. Und ich habe gerade der David hat das so verstanden, dass er sein Herz hat gesagt, und Gott hat es geliebt, Gott liebt es noch heute, wenn wir nicht um Sachen bitten, sondern um seine Gaben bitten, um den Schatz vom Himmel, das will er uns alles geben. Aber ich bin überzeugt, Gott liebt es viel mehr, wenn wir sein Herz suchen. Wenn wir sein Herz kennen und wenn das, was auf seinem Herz ist, unser Herzensanliegen wird. Stellt euch mal vor, wenn wir die Welt würden lieben, wie Christus sie liebt. Das steht im Wort, das ist das einzige Gebot, das er sagt. Es ist nichts anderes. Aber wir können es ja nicht. Wir brauchen den Abba-Vater in uns, der uns zuerst liebt. Der uns Offenbarung schenkt über die gewaltige, gewaltige Liebe. Es ist etwas Gewaltiges. Es gibt, das können wir nicht mehr hergeben. Und wenn wir es hergeben, wie der Find, will das ja auch immer wieder rauben. Und haben es fast vergessen, dass wir es mal erlebt. Die Identität, die er uns gibt. Aber das ist so etwas Gewaltiges und wir dürfen das behalten in unserem Leben. Stellt euch mal vor, wie Abba Vater sich in uns innen kann auftun und wir männlich werden wie Christus. Jesus hat gesagt, an der Welt wird man erkennen, wer meine Jünger sind. Das sind wir leider noch nicht. Teil schon, in diesen Orten schon. Aber Corona hat uns zum Beispiel gezeigt, wie schlecht, dass wir lieben können. Wie schlecht, dass wir einander der Augen von Christus. Das war eigentlich mega krasse Entlarvung für unsere Herzen. Und es ist eine Gnadenzeit vom Herrn. Er weiss, dass wir oft einfach, wir gehen in die Kirche, weil man in die Kirche geht. Er weiss, dass wir oft fromm sind, aufgewachsen, aber so dermassen hin und her gerissen sind. Von der Welt, von Mammon und irgendwo ein bisschen Gott dienen und er wieder der Mammon. Und Jesus hat es auch gesagt, der Mammon wird euer grösstes Verhängnis sein. Und der Mammon ist der Wohlstand vom Westen. Und das ist unser grösstes Verhängnis. Um Jesus nachzufolgen. Also, Ganz klar. Es ist immer das, ja, aber, ja, schon Christus, aber, meine Karriere, ja, schon Jesus, aber meine Träume, ja, schon Jesus, aber meine Ferien, ja, schon Jesus. Es ist
das Verhängnis, dort, wo die Menschen verfolgt werden, weil sie nur Christus haben in sich, sie sind radikaler. Und das ist, weil sie aber in sich innen haben. Der gewaltige, gewaltige Vater im Himmel. Er möchte unsere Herzen haben. Er möchte uns heiligen und reinigen. Und er will uns lehren, damit wir seine Stimme hören. Oder wie wunderbar ist es, wenn wir die Stimme vom Heiligen Geist selber kennen. Wenn wir nicht müssen immer jemanden fragen oder das Gebet müssen in Anspruch nehmen, dass die für uns hören, damit wir wissen, wo durch. Wie wunderbar ist es, wenn du persönlich hörst, wo der Herr dich herführt. Wenn du hörst, was er dir sagt. Wenn er seinen Finger auf etwas Heisses hebt und sagt, da möchte ich auch noch heilen, Maria. Gib mir's. Schenkst mir diesen Teil auch noch von deinem Herz. Oder warum machst du jetzt das gerade? Und er mich eigentlich entlarvt auf eine wunderbare Art, damit ich es angehen kann und kann in einen Prozess hineinkommen von wunderbaren Heiligung hinein. Er möchte uns verwandeln. Der Salomo hat dann gebetet um Weisheit. Der David hat gebetet. David hat gesehen. Und wir sehen beide Leben, wie sie geändert haben. Wollen wir Gott nicht mehr bitten, ihn zu sehen, als dass er uns heilt. Ich bin lieber krank und darf ihm nahe sein. Wirklich. Als krank und näher an dem zu verzweifeln und zu erschüttern, zu verkümmern, einlullen zu lassen, all dieser Negativspirale. Oder? Und einfach, was immer am Boden zerstört und Gott ist nicht mehr gut. Hat er zugelassen. Ich sage dir eins, wenn du Gott in dir drin hast, du kannst nicht mehr sagen, er ist nicht gut. Das geht nicht. Aber er ist immer gut. Er hat immer uns nahe sein. Immer, immer dir und mir. Er will in uns leben und durch uns scheinen, damit die Welt an dir und mir sieht, wer er ist. Wer Christus ist. Und wir können es nicht ohne, wir können es nicht versäumen, im Nazian sein Herz zu suchen, seine Gegenwart zu suchen, sagen, komm, aber Vater, ich brauche dich, zeig dir mir offenbart und mir, ich möchte bei dir sein, zeig du mir dein Herz, lass du deinen Herzschlag mit meinem Herzschlag kollidieren, dass ich verstehe, was du fühlst, dass ich sehe, was du siehst, dass ich spüre, was du spürst. Und jeder, der das erleben darf, ich kann es bezeugen, der wird bereit sein, zu sagen, darfst du alles haben von mir. Nicht, ich habe das Leben lang gedacht, wie kann er sagen, du darfst alles von mir haben. Das geht doch gar nicht. Der, wir können ja vielleicht gar nicht vertrauen. Er meint ja vielleicht, dann schickt er mich auf Afrika. Und er will, ja. Aber wenn wir die Liebe für ihn erleben, dann sind wir wie bereit, auf eine Hingabe zu leben. Gehorsam. Vertrauen, es fängt alles dort an, wenn wir persönlich in eine tiefe, tiefe Beziehung zu unserem Vater hineinkommen. Der König David hat auch gesagt, dir nahe zu sein, Herr, ist mein ganzes Glück. Dir nahe zu sein, Herr, ist mein ganzes Glück. Ist dein ganzes Glück, Jesus, nahe zu sein? Wie wäre es, wenn wir das einfach aus Überzeugung können leben? Dass wenn alles um uns herum vergeht, wir können sagen, aber Herr, du bist mein ganzes Glück. Alles bist du. Du füllst mich aus. Es fehlt mir nichts, weil ich dich habe. Wie wäre es, wenn wir in den Umständen, wo wir drinnen sind, einfach immer wieder an den Tisch hocken, wo reich gedeckt ist? Das ist nicht ein Beispiel. Der David hat das gesehen. Er hat gesehen, dass er da bei Jesus hocken kann, deckten, reich gedeckten Tisch, wo es überfließt. Von guten, wunderbaren Gaben. Und er hat gesagt, im Angesicht von all meinen Finden hocke ich da und ich sehe dich, Jesus. Und wenn ich dich sehe, dann ist kein Mangel. Wenn ich dich sehe, dann kann alles um mich herum vergehen. Wisst ihr, ich möchte vielleicht auch prophetisch noch etwas sagen, das wisst ihr ja sicher auch. Unsere Welt, die wird nicht besser. Aber wir Christen werden mehr anfangen scheinen und leuchten. Amen. Weil sonst wird es ziemlich krass werden, wenn wir nicht anfangen scheinen und leuchten für uns. Und auch für das Volk Israel haben wir einen Auftrag, das Volk zu segnen. Und ihnen auch als vorauszugehen, zu leuchten mit unserem Jesus. Nicht, weil wir es besser haben, sondern ihnen dürfen einen Spiegel her und sagen, hey, der ist auch für euch schon gekommen. Kehrt um. Es ist etwas Gewaltiges, was hier passiert. Und wenn die Zeiten zunehmen, normal, so mit der Bedrängnis, wie wir es hatten in Corona, ich wünsche mir von Herzen, dass wir das mal weiter sind. Demütiger sind schon. Dass wir mehr lieben, dass wir mehr unsere Häuser auftun, weil Gott in uns lebt und weil seine Liebe uns hat verändert. Ich wünsche mir, dass wir fähiger sind worden, alles abzulegen,
die uns noch hindert, ihm nahe zu sein. Nicht immer mit ihm zu dealen. Darf ich das nicht auch noch, dass wir unsere Finanzen, unsere Jobs, unsere Krankheiten, unsere Ehepartner, unsere Familien immer auf die Herren vergeben und sagen, was möchtest du auch tun? Und es ist wichtiger, wird sein Herz zu suchen als alles andere. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Seine Liebe, sie verändert uns. Seine Liebe macht uns zu neuen Menschen und seine Liebe, sie lässt zu, dass wir auch aus dieser Liebe heraus wieder leben können. Ich hoffe, ich habe nicht gestossen heute Abend. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen, aber Herr. Hä? Gut. Sonst ist es auch okay. Ich hoffe, dass das angekommen ist, was mein Herzensanliegen ist, was unser Herzensanliegen ist. Wir werden morgen noch mehr darauf eingehen, was das bedeutet, aus dieser Beziehung, aus dem Leben ganz normal im Alltag, als Ehe. Wir wollen ja Sachen erleben, die nicht schön sind und wie wir uns da positionieren, was das bedeutet, tagtäglich in Christus zu bleiben und nicht nur am Sonntag. Weil das müssen wir wirklich verstehen, sonst wird die Welt noch lange nicht sehen, dass wir Christen sind. Wir bringen die Leute nicht immer in die Gemeinde. Wir müssen das leben und dann können wir auch von Gemeinde leben. Oder es ist in uns. Und das wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen. Ja, ich habe einen Song geschrieben, der hat viele sicher von euch auch schon gehört, der das ganz gut beschreibt, was in dieser Gegenwart von Jesus passiert oder wie es mir gegangen ist. Und wir werden dann da singen und werden dann nochmal zurückkommen. Dann werden wir noch eine Zeit haben auch von Anbetung, von Lobpreis, auch Sachen, die wir festmachen können, die wir ablegen können. Und wollen dann schauen, wo der Heilige Geist uns herführt heute Abend. Vater, ich liebe es bei dir zu sein.